Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr heute dabei seid bei dieser Ausgabe Let's Play Battlefield. Und das Schöne ist, hier jetzt ist alles, was es so im Spiel gibt, frei. Das heißt, ich kann euch alles zeigen und alles ist freigeschaltet. Also von dem her haben wir da heute ein bisschen Spaß. Und ich glaube, ich spiele einfach mal direkt eine Runde Medic. Aber Einzelschuss ist jetzt nicht so meins. Selbstlader klingt doch gut. War auch Einzelschuss. Ja. Da gibt's doch... Ja, wollte gerade sagen, dann sind es die da. So, nehmen wir die Raigotti. Gehen rein und springen ins Gefecht. Die Frage ist natürlich nur, wo will ich mich niederlassen? Ich warte erstmal, bis irgendein Punkt genommen worden ist, weil ich habe hier kein Fahrzeug mehr. Das ist ein bisschen Quatsch. Ich kann nirgendwo spawnen. Und... sonst muss man jetzt einfach ewigst weit laufen. Schade, dass ich bei meinem Mate hier nicht auf spawnen kann. Das kann ich gar nicht sagen, warum das der Fall ist. Auf jeden Fall freue ich mich immens auf das Spiel, wenn es endlich rauskommt. Dauert ja leider noch gute 6 Wochen, aber ich glaube, das ist etwas, wo ich mich wirklich sehr drauf freue und was auch gut bei euch ankommt. So, zack, jetzt kann ich spawnen. So, der haut da ab. Den konnte ich niederbolzen. So, mal schauen, wo er hinfährt. Ich glaube, der fährt auf E. Das wäre ganz gut, dass wir uns mal den E-Punkt auch sichern. Sitzt einer. Jo, der ist weg. Das Auto ist zerstört, aber ich hole mir jetzt hier gerade den Punkt. Und da wurde auch sogar bei mir gespawnt. Sehr schön. Jetzt kann hier niemand mehr spawnen. Das heißt, ich besetze mal schnell die Flak. Vielleicht kriege ich auch noch ein gegnerisches Flugzeug. Bomber damaged, aber noch nicht genug. Und da ist er jetzt leider außerhalb der Reichweite. E ist unser Punkt. Wo ist der? Er ist doch gerade... Wie kann denn hier was anfliegen, ohne dass ich ein Flugzeug sehe? Da ist es auf jeden Fall mal. So. Den hat's mal erwischt. So soll es sein. Da ist auf jeden Fall jetzt einer auf dem Punkt. Jetzt probiere ich mal das Pferd zu nehmen und dann, der hat nämlich super Granaten mit dem Pferd. Ach, jetzt wollte ich gerade runterspringen. Aber wie gesagt, die Granaten sind auf dem Reiter sehr gut. Der Reiter selber ist auch unglaublich OP. Jetzt nicht auf dem Pferd, aber wenn man im Reiter spawnt, hat man ja diese Klasse. Und der ist so fucking stark. So, jetzt nehme ich mal die Factory-Ausführung. Die gefällt mir dann doch nochmal etwas besser. Oh, jetzt nehmen wir den Reiter. Und da können wir dem vielleicht nochmal ein bisschen zeigen. Weil hier ist jetzt... Es gibt ja so eine Hero-Classes. Und ansonsten auch für jedes Vehikel, kann man sagen. Wenn man in den Bombern oder in den Fliegern kommt, dann hat man da separat die Flieger für sich. Und wenn man rausspringt, hat man dann ein gewisses Gewehr und sonstige Ausrüstung. Und beim Reiter bleibt man halt der Reiter. Und der Reiter hält A, unglaublich viel aus. Der ist aktuell einfach OP, kann sich noch heilen und aufmunitionieren und hat im Prinzip Dauergranaten. Also der ist pervers gut. So. Der andere fährt hier aus dem Punkt raus.
Leider sind hier die Möglichkeiten gerade verschwindend gering, das gegnerische Fahrzeug zu zerstören. Ach Gott, ja, da waren sie jetzt gut, weil der Reiter ist auf dem Pferd. Ich hab lange geguckt, ob dieses die Möglichkeit noch da ist, sich da hinzustellen, falls das Auto kommt, und auf einmal wurde ich da niedergeballert. Der Reiter aber ohne Pferd ist wirklich eine sehr starke Klasse. Die muss auch aktuell noch ein bisschen angepasst werden. Aber jetzt will ich hier natürlich mal ein bisschen Damage machen. Und jetzt sind wir hier in einem feinen Gerät. Da haben wir einen der dicksten Panzer jetzt gerade am Start. Aktuell führt der Gegner mit 16 Tickets. Ich glaube, ich spawne mal auf F5. Auch da finde ich gerade keinen Gegner. Also der bleibt hier hinten. Ich kann ja gerade nur zwischen links und rechts variieren. Aber er fährt auch nicht rein, statt dass er mal in den Punkt reinfährt und wir mal den Punkt D uns holen. Aber jetzt endlich hat er es gemacht. So, ich kann hier gerade nicht mehr schießen, meine Kanone ist wohl im Eimer. Nehme ich halt die hier. Aber ich habe hier keine funktionierende Kanone mehr. Aber wir haben den Punkt jetzt eh für uns geholt. Medic? Was hat der für eine Kanone? Lol. Ich wusste gar nicht, dass es die mit dem Scharfschützengewehr gibt. Auch nicht schlecht. Mal eine Option für uns. Vielleicht ein bisschen zu snipen. Aber die wird mir doch nichts machen, oder? Das gibt's ja nicht. Okay, der ist da mit seinem Selbstladerscharpshooter doch ein bisschen stärker als wir mit unserem gewesen. Aber ich muss sagen, es gibt beim Medic so eine geile Waffe, aber die finde ich gerade nicht. Ja, probieren wir es nochmal mit dem Reiter. Ich erzähle, wie OP der ist. Oh, ich wollte gerade sagen, ich bin hier richtig schlecht, aber ich bin Dritter im Team. Das ist eher gerade doch verwunderlich, um echt zu sein. Ich dachte mir, dass da das Team so ein bisschen mehr noch reißen wird, aber das ist wohl falsch gedacht. Wir probieren es nochmal mit E. E ist, obwohl der weitest entfernte Punkt, eigentlich immer hart umkämpft. Da geht immer richtig die Luzi ab. Flugzeug. Wer schießt da auf mich? Ihr werdet jetzt lachen, aber das bringt was. Man kann nämlich auch durch Zufall den gegnerischen Piloten rausschießen. Ist zwar jetzt natürlich nicht so häufig der Fall, aber es funktioniert. Nein, nicht vor. Ah, ich habe wenigstens noch überritten. Weil da jetzt abzusteigen, wenn ihr so beschossen werdet, macht keinen Sinn. Aber ich wollte ihn dann eigentlich schön mit dem Säbel eine geben. Deswegen habe ich da umgestellt, aber hat nicht funktioniert. Jetzt deploy ich bei B. Beziehungsweise hier scheinbar in dem Auto. Okay, auch nicht schlecht. Nimm ich halt das. Aber wieso fahren die Leute denn immer weg? Mal lieber den Punkt.
Da sind auf jeden Fall noch Leute drauf. Der war da noch drauf, aber der ist jetzt weg. So, ich steig mal auch wieder ein. Aber da sind noch. Der war schön. Aber da war noch einer. Nein, nein. Wow. Jo, der war knapp. Also ich dachte, der nimmt mich mit. Aber glücklicherweise dann doch nicht. Ich bin mittlerweile auf dem zweiten Platz, aber ich will eh endlich haben. E ist so mein Lieblingspunkt auf der Karte. Oh Gott, ich dachte schon, der schießt auf mich. Wuhu! Mag jetzt vielleicht das taktisch nicht cleverste sein, hier zu warten. Weil ich da doch so ein bisschen auf der Ziel... Oh Gott, jetzt fall doch nicht um. So, den konnte ich da ausschalten. Ich könnte eins machen. Enemy hit. Und da ist er tot. Aber da treffe ich jetzt gerade keinen. Aber doch, da war er. Hat sie gedacht, ich sehe ihn nicht. So, wir springen raus. Springen ins Auto. Wo ist der Lurch? Da hat sich jetzt jemand zu mir ins Auto gesellt. So, der ist weg. Warum fahrt er jetzt mit dem Auto? Lass doch mein... Och Mann, ey. We have taken objective Edward. Ach, jetzt saß er da unten. Ich dachte mir, da wäre er nicht. Ich sollte vielleicht mal auch von den Gasgranaten weg, aber ich habe den auf jeden Fall mal gut eingeheizt. Und endlich höre ich mal ein bisschen Angst und Schrecken verbreiten können auf E. Und damit ist das auch unser Punkt. So, auch du bist weg. Also die Ding ist sehr stark bei dem, die Waffe. Aber der Gegner führt dramatisch. Also ich denke auch, dass in der nächsten Zeit der Zug von uns spawnen wird. Aktuell bin ich da noch auf dem ersten Platz. Also das ist doch recht eindeutig. Jetzt schauen wir mal, wer da auf G ist. Wenn es ein Auto ist, haben wir eher ein Problem. Aber es schaut so aus, als ob nicht. Das heißt, ich kann den... suchen. Aber hier scheint keiner mehr zu sein. So, und jetzt mal Richtung C.
Jetzt kommen wir hier so langsam wieder, aber sicher wieder ein bisschen ins Gefecht. Wir haben 3 Punkte. Ach Gott, komm schon. Ach, da wurde ich jetzt von dem Flammenwerferkerl geholt. Der ist natürlich eine Nummer für sich. Also eine der Hero-Classes. Wenn man da nah dran ist, dann hat man ganz schnell verkackt. Deswegen wird jetzt hier auf den Scout kurz gewechselt. Weil den würde ich gern mir holen. Mal den erstmal sehen. Aber der scheint schon tot zu sein. Da hat unser Team scheinbar gut aufgepasst. Die Hero Classes liegen immer auf den Punkten, also auf E, wo wir schon so viel gesehen haben. Oh, hier ist eine der Hero Classes zum Beispiel. Die können wir einfach mal nehmen. Da ist aber auch ein... Also die ist sehr stark, aber unglaublich unpräzise. Sieht man auch, kriege ich jetzt gut auf die Mütze. Ja, und da war es geschehen. Also die ist im Nahkampf super gut, aber sobald es ein bisschen Distanz ist, ist der... wirklich so anfällig. Der hält zwar verhältnismäßig vernünftig aus, aber er trifft so schlecht. Die Streuung ist so immens hoch. Und das ist natürlich ein riesen Nachteil, der hier einhergeht. Da wird eh gerade wieder eingenommen. Das heißt, ich spawn da mal. Ich habe eh gerade meinen Scharfschützen drin. Und kann mal schauen, ob ich irgendwo jemand sehen würde. Nee, da ist... alle mittlerweile zerstört, die hier mal waren und gewesen sind. Oh ne, da nicht mehr. Da ist noch einer. Komm schon noch mal raus. Ah, das war meiner. Aber der hat den geholt. Das heißt, hier alles wieder safe. Au, Stacheldraht tut weh, tut weh. Und unser Zug ist gespawnt. Das ist sehr schön. Leider ist hier unsere Flak aber nicht mehr da. Das ist sehr schade. Weil die macht hier auch immensen Spaß. Dem einzigen Auto wegfahren. Manche Leute checken es dann, wenn man drauf schießt, dass sie vielleicht doch nochmal kurz sich dafür entscheiden, auszusteigen bzw. zurückzufahren, aber der junge Mann hat es nicht getan und der Weg ist immens lang. Aber wie gesagt, jetzt... Oh, Gott sei Dank, ein Auto. Schau mal, ob der noch mitfahren will. Komm schon. Ja, der will mit. Weil man strandet sonst auch ganz schnell hier auf dem Punkt. Wie gesagt, jetzt mit unserem Zug sollte es möglich sein, hier wieder so ein bisschen die Herrschaft zurückzugewinnen. Wir sind 40 Tickets hinten, aber das heißt noch gar nichts. Aktuell sind wir auf dem... Oder bin ich vielmehr auf dem ersten Platz. Ich finde übrigens immer dieses Wir-Gelaber in dem Let's Play auch teilweise ein bisschen... anstrengend im Sinne von, es klingt unglaubwürdig, habe ich schon bei einigen gehört und denke mir immer so, what the fuck. Den holen wir uns, den Reiter. Der holt sich nicht unseren Punkt E.
Ja, der ist schon tot. Nee, so leicht mache ich es dir ganz sicher nicht. Nein, ich wollte ihn jetzt kurz per Headshot wegsnipen, aber da war ich dann doch zu dicht dran und habe das jetzt nicht so ummünzen können. Aber mit 16-7 fühle ich mich noch einigermaßen wohl hier. Und ich habe so das Gefühl, die kommen gleich auf E. Aber deswegen probieren wir es mal mit dem Attack Plan. Nee, doch nicht. Hier auf D ist alles gut. Ein Nehme-Hit, aber leider ein sehr, sehr geringer. Das Schöne ist, man kann ja reparieren. Solange man jetzt nicht beschossen wird, geht das auch durch. Wenn ich einen Hit bekommen würde, müsste ich von vorne anfangen. Aber hier, nee, alles gut. Keiner, der mich da jetzt stört dabei. So, und jetzt kann man gut auf A nochmal anfliegen, weil die Jungs auf A denken jetzt, okay, da vorne ist der Zug, gehen da jetzt in Sicherheit. Und man sieht, bam, habe ich ihn weggeholt, weil die Jungs einfach da immer abhauen, sobald da was passiert. Ich weiß nicht, da ist einer auf dem Punkt, sieht man ganz schön jetzt oben an der Anzeige. Ich glaube, ich habe ihn gesehen. Der war bei dem Haus, wenn ich mich nicht täusche. Man kann auch als geübter Flieger hier so ein bisschen den Punkt selber einnehmen. Sieht man ganz schön, er kann es gerade nicht cappen. Bleibt nicht oder ist nicht sein Punkt. Jetzt sind es aber zu zweit, das habe ich da ein Riesenproblem. Das heißt, jetzt probieren wir es nochmal mit dem Anflug. Jo. Da habe ich zwar getroffen, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Es muss auch schnell repariert werden. Bevor auch da... Ach Gott. Ja, das ist natürlich ärgerlich. Ich hätte ehrlicherweise nicht mit einem Attack-Plane hinter mir gerechnet. Weil es da doch die ganze Zeit sehr ruhig war. Aber wir bekommen hier die Punkte. Das ist schon mal sehr schön. Ich denke mal, ja, der Zug ist voll. Was ist hier noch drin? Da hat mich, wo hat mich denn der jetzt her so erwischt? Ach, der war das. Aber mit seinem Beschuss hat er sich da... We have lost objective butter. Oh, 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 da geht's rund. Komm schon, komm noch mal vor. Also hier auf dem Punkt selber. Ist keiner mehr, aber der da kommt da daher. We have lost objective Duff. Ey, und natürlich der Flieger.
kommt hier in die Schlucht geflogen. Also muss man sagen, hat er gut unterstützt, hat er mich auf dem falschen Fuß erwischt. Fuß erwischt. Schade drum. So, ja, aber jetzt, nachdem ich gesehen habe, dass die hier die ganze Zeit mit den Attack Planes sind, nehme ich mal so einen Fighter und werde damit mir die Lufthoheit wieder zurückholen. Weil der hat einfach keine Chance in den Attack Planes gegen so einen Fighter. Normalerweise, außer ich stelle mich jetzt zu extrem an. Aber Fighter ist auch keiner, oder Attack Plane ist kein spawned und gespottet. Das ist eigentlich allgemein kein Flieger gerade in der Luft. Seitens des Gegners. Man kann natürlich, wer es bevorzugt, auch in der Ansicht fliegen. Ich persönlich muss aber sagen, ich will gern sehen, was ich da unmittelbar mache. Aber damit kann man natürlich fast Kreise ziehen. Ist und bleibt kein Flieger. Aber natürlich braucht man hier für so einen Dogfight braucht man den gegnerischen Flieger, sonst macht das alles gar keinen Sinn. Aber es ist nirgends wo einer zu sehen. Auch keiner, der sich mal hinter mich setzt. Ich nehme mal eh mit ein. Da unten liegt jetzt übrigens das Tankgewehr auf dem Punkt. So, der Punkt ist schon mal erobert. Natürlich, je mehr Leute da auf den Punkt stellen, desto leichter wird's. Jetzt habe ich gerade schon gedacht, da wäre ein gegnerisches Flugzeug, aber Pustekuchen. Das ist eins von meinen. So, zack, Punkt erobert. Und da ist doch jetzt ein Gegner. Oh, der ist so langsam. So, ich habe ihn disabled und fliege zurück. Da hat er jetzt keine Chance gehabt. Der wird auch drauf gehen. Ah, flachs hier die ganze Zeit im Beschuss, aber das sind nicht meine. Beziehungsweise das sind nicht die des Gegners, sonst würde ich Schaden nehmen, sondern meine Flak von meinem Team, so viel mehr. Also Luftraum ist jetzt mal unserer. Ist mal auch viel entspannter, als wenn hier der Gegner die ganze Zeit den Luftraum sichert. Aber nur noch 20 Tickets bei uns bei einem Team. Ja, da hätte ich ihn gern geholt. Aber das hat leider nicht geklappt. Da auch 42er Enemy Hit, aber eben nicht genug leider, nicht genug. E ist wieder unser. Flugzeug haben wir keins, wir haben den Zug, also eigentlich kann es aktuell nicht besser laufen, als wir es hier jetzt haben, in dem Zustand zumindest. Aber wie gesagt, nur noch 13 Tickets, was der Gegner braucht. Ich würde gerne noch einen schönen Dogfight wenigstens an den Start bringen. So, man sieht, damit... Oh,
okay, ich dachte mir, ich probier's mal aus, was man so mit den damit mit den Patronen macht, aber außer abprallen und dann richtig mal aus der Luft geholt werden, passiert da mal nichts. Ja, okay, wissen wir das auch? Ja, jetzt versuchen wir mal den B-Punkt schnell noch zu holen. Aber da ist gerade Gott sei Dank keiner da. Da habe ich ja die Gasgranate hingeschmissen, das heißt hier Gasmaske aufsetzen. So, da war einer. Sonst bin ich ins Gas gelaufen. Aber eben drei Tickets, das ist nicht mehr einholbar für die kurze Zeit. Wir haben unser Bestes getan. Ich glaube, ich brauche mich hier mit dem vierten Platz aktuell absolut nicht verstecken. Wir haben eine schöne, amüsante Runde mit eigentlich jedem Fahrzeug und allen Klassen gesehen, was es so gibt. Also ich habe hier wirklich alles rausgeholt. Aber in dem Fall muss man sich auch mal geschlagen geben und sagen, nee, da war nicht mehr drin. Schade, schade. Eine Niederlage nimmt man natürlich nie gerne hin, aber in dem Fall ist es nun mal so. Leider konnte ich mich auch nirgendwo wirklich so durchsetzen. Unser Squad hat aber mindestens bei den Flaggen richtig zugelangt. Da sind wir der Beste gewesen. Personal Stats sehen wir hier. Noch nicht Rang 43, der kommt aber bald. Und wie gesagt, hier Platz 4. Ja, eine schöne Runde, ich habe mich bemüht. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.